So, und da sind wir wieder bei The Forest. Ich habe meine Kopfhörer diesmal nicht auf. Die tun mir gerade viel zu sehr weh. Ich bin auch zu müde, die aufzutun. Ich werde heute nur eine Folge aufnehmen. Ja. Denn ich gehe hier nach direkt schlafen, weil es ist 16 Uhr. Eigentlich wollte ich um 5 Uhr schlafen. 5 Uhr morgens. Ich wurde aber aufgehalten. Von solchen Lecks vor allem werde ich aufgehalten. Die nerven. Komisch, das Spiel mal ohne Ton zu hören, ne? Also, ihr hört das mit Ton, denke ich mal. Für mich ist das komisch. Ich höre einfach nichts. Ich höre nur meine Stimme. Normalerweise ist die immer gedämpft durch die Kopfhörer. Ich kann gerade auch nicht so schnell reden, wie ich das sonst immer machen will. Oder tu. Denn ich bin sehr müde. Keine Ahnung. Ich werde dafür morgen zwei Folgen machen. Dafür, dass ich heute nur eine gemacht habe. Ich wollte auch eigentlich schon vorher schlafen gehen, aber dann ist mir dazu eben noch in den Kopf gekommen, ey, ach komm, mach mal eben schnell. Und dann kannst du ja auch pennen gehen. So viel Kraft wirst du doch wohl noch haben. Ich penne ja jetzt nicht einfach so weg. Obwohl ich auch in Frage stelle, ob man um 16 Uhr schon schlafen gehen sollte. Immerhin ist das Licht draußen aus, also. Schon mal eine Bedingung, richtig. Genau, schlag dir ins Gesicht und nichts passiert. Trau den Bäumen immer noch nicht. Den kann man nicht trauen. Vor allem darf man das nicht. Das wäre der größte Fehler deines Lebens, wenn du so einem Baum traust. Der will dir eh nur in den Rücken fallen. Und dich damit töten. Und warum bin ich jetzt covered in Blood? Nur weil ich da Reh eben geschlagen habe. Ja, genau. Dadurch wird man total covered in Blood. Total. Aber nicht, wenn man irgendwie in ein totes Tier reinspringt und sich darin rumsuhlt. Nee. Da passiert natürlich nichts. Irgendwie, keine Ahnung. Boah, ich muss was gegen die Augen machen. Ich habe mir vorgenommen, vielleicht irgendwann mal ein Auge mit einer Augenklappe zuzumachen. Hat denselben Effekt, als wenn ich meine Haare so lang laufen, so lang wachsen lasse und dann kann man immer noch sagen, mir fehlt ein Auge. Und dann kann ich immer ein Auge ausruhen, während das andere halt arbeitet. Auch wenn das voll die Differenzen dann zwischen den beiden Augen geben wird, sobald ich beide wieder einsetze, wird das eine einfach besser sein als das andere. Obwohl ich das gar nicht weiß, ne? Kann ja auch sein, dass sich da gar nichts dran verändert. Oder dass das komplett andersrum. Das eine ist besser als das andere ist. Ich weiß ja jetzt noch nicht mal, was besser wäre.
wissen doch, mit dem Alter wird alles schlechter. Demnach würde ich mal vermuten, wenn du das eine Auge mehr benutzt, wird das auch irgendwann schlechter. Kann ich jetzt nicht bestätigen, die Theorie, aber hört sich irgendwie logisch an. Irgendwie mit einer Haltbarkeit in Minecraft. Manchmal auch hier. Wie hast du nicht so viel Haltbarkeit, wenn hier irgendwo gegenschlägst, vielleicht, aber mehr nicht. Deine Waffen können ja nicht kaputt gehen oder so. Ich habe einen verdammten Ohrwurm im Kopf. Das habe ich nur, weil ich Dragon Ball The Bridge wieder geguckt habe. Und nee, ich habe nichts von Dragon Ball The Bridge im Ohr, sondern einfach nur einen Song, den die da abgespielt haben. Seitdem habe ich den die ganze Zeit im Ohr. Weil das irgendwie total cool abgemischt war bei denen. Dass es genau reingepasst hat zu einer Szene. Obwohl die das ja eigentlich immer gut machen. Nur die Szene fand ich halt so cool. Und deswegen habe ich den Ohrwurm davon. Kann wenigstens versuchen, das einigermaßen hier hinzubekommen, aber. Boah, das sieht immer aus, als wenn hier jemand langläuft, ey. Aber nee, Ideensucher werden ja heute nicht mehr gesucht. Ideensucher. Ideenfinder. Oder Ideenhaber. Alles irgendwie richtig auf die ganz eigene Art. Ja, toll, jetzt regnet es auch noch oder es blitzt. Kommt irgendwann auf selbe hinaus, ich glaube. Es regnet, ja. Es ist nur taghell, deswegen siehst du nichts davon. Irgendwie ein bisschen scheiße. Boah, ich muss gleich schlafen, ey. Weiß nicht. Vielleicht mache ich das doch nicht, damit ich meinen Rhythmus wieder bekomme. Könnt auch noch weiter Metal Gear spielen. Ich weiß es nicht. Irgendwann werden diese Bären leer gehen.
Doch, dann habe ich irgendwie schon eine andere Quelle gefunden, die ich dafür benutzen kann, wenn ich was zu essen kriege. Einstige Waldstücke werden zu Steppen. Nein, nein. Ist noch knapp davor und auch noch ein bisschen rechts gegangen. Ich nehme ja hier unten mal was. Hier ist ein Weg. Gefällt mir nicht. Denn wo Wege sind, da kann man hinfinden. Und das heißt auch, dass dort was an der anderen Seite des Weges sein muss. Ich glaube sogar, ich weiß, was da ist. Laut der Orientierung müsste dort in der Nähe dieses Lager von dem, wenn man da weitergeht, auf dem Berg sein, den man immer sieht, wenn man an dem Fluss ist, an dem großen. Also nicht den großen Berg, also nicht den, der jetzt vor mir wäre, sondern der rechts von mir. Diese Klippe halt. Ich finde das ja immer noch komisch, wie man sich hier nicht auskennen kann. Das ist viel zu überschaubar, dass man das überhaupt failen kann, dass man sich hier irgendwann mal verläuft. Ich kann das verstehen, wenn man sich in der Höhle verläuft. Da sieht alles gleich aus. Meistens. Aber hier? Hier siehst du doch wohl eindeutig die Änderungen. Hier kannst du immer noch in den Himmel gucken. Um zu gucken, in welche Richtung du gehen müsstest. Ja, wenn ich mal nicht weiter weiß, dann gucke ich in den Himmel und kann sehen, wo ich hin muss. Keine Ahnung, wie das Sinn macht, aber ich mache das immer und dann klappt das. Jedenfalls im Real Life. Ich mache das und dann klappt das. Ich stelle das jetzt schon mal auf, weil da wird was übrig bleiben. Deswegen habe ich dann da schon mal was, wo ich dort rein tun kann. Ich glaube, in der nächsten Folge hätte ich eh keine Ahnung, was ich tun sollte, und wenn ich schon so verschlafen bin, wird mir da wahrscheinlich auch nichts mehr einfallen. Also ist es wahrscheinlich besser, wenn ich direkt danach pennen gehe. Ich hasse das. Gib mir endlich die vernünftige Axt. Da müssen die endlich mal fixen. Dass die einem immer so eine Scheiß-Axt in die Hand drücken, wenn man nur kurz wechselt. Was soll denn das? Muss unbedingt geändert werden. Fuck you, Baum. Fuck you. Fuck you,
Axt. Und ja, ich habe tatsächlich gesagt, fuck you, Axt. Denn das ist nicht die Axt, die ich bevorzuge. Das ist die Axt, die ich bevorzuge. Könnte tatsächlich noch in dieser Folge schaffen. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht auch schon. Wenn ich einfach die Reserven nehme. Aber ob ich das tun sollte, ich weiß es nicht. Ich meine, ich könnte. Ja, keine Reserven mehr. Ich mache mir immer nur Reserven, damit ich die nicht einsetze. Also setze ich die jetzt ein. Setze die Reserven ein. Ich packe das jetzt nicht alles da rein. Ich gehe das einfach nehmen und da hin tun. Ist eigentlich noch ein bisschen zu laufen. Deswegen mache ich das noch näher. Wahrscheinlich sogar ein bisschen im Wasser. Damit man da nicht sofort rankommt. Sicherheitshalber. Wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Das wird definitiv nichts mehr. Das schaffe ich nicht. Also komplett das ganze Teil hier fertig zu kriegen, nee. Das hier noch fertig, das schaffe ich wohl, aber bis da vorne nicht. Das kann ich dann doch in der nächsten Folge machen. So. Eben kurz was essen. So, und dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.